Aus dem Lageplan wird ersichtlich, wo das Grundstück liegt. Der Name sagt es schon. Welche Messpunkte es um das Grundstück herum gibt, welche Nachbargrundstücke angrenzen, wo die Straße verläuft und wo auf dem Grundstück das Gebäude errichtet ist. Nicht zuletzt kann man aus dem Lageplan die Flurstücksnummer herauslesen. Für den Verkauf benötigt die finanzierende Bank den Lageplan in der Regel im Maßstab 1 zu 500 und als Originalausschnitt. Es hilft also nicht, aus den Google Maps oder sonst wo etwas auszuschneiden, sondern es muss ein fertiger Lageplan sein. Den Lageplan erhältst du bei deiner zuständigen Gemeinde, beim Vermessungsamt oder, sofern vorhanden, in einem Online-Geoportal. Wollt ihr weitere Informationen von uns? Hat euch das Video gefallen? Gebt uns ein Like und folgt unserem YouTube-Kanal.